Da kommt er. Futtern. Nein, nicht mit Mana-Bonus, verdammt. Warum auch immer die Pflanzen, die man zuletzt aufgehoben hat, oder die immer in letzter Zeit aufgehoben hat, nach oben kommen. Oh, es sind doch 14 Leben. Doch mehr, als ich gedacht habe. Das 5 war, glaube ich, hier das Buddler-Fleisch, oder wie das heißt. Noch mehr HP. Komm, Lester, hau zu. Ich muss alleine kämpfen. Ups. Ich werde mich mal oben umsehen. Tu das. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr Viecher. Und auch ich werde, glaube ich, mal nach oben gehen gleich. Doch Lebensenergie ist das Richtige. Boah, dieses Futtern hier drin. Das ist irgendwann, ja, nervig. Erstmal mit hochgehen, danach können wir noch weitermachen. Und ja, ich werde die ganze Burg untersuchen. Wie immer grundsätzlich alles untersuchen. Nichts rauslassen. Ach Gott. Da ist Lester. Da ist eine Truhe. Was? Willst du sagen, wir brauchen einen Schlüssel? Ich habe doch so einen komischen Klosterschlüssel bekommen. Ich weiß gar nicht, wofür ich den brauche. Das klingt nicht gut. Ach du Scheiße. Lester, ich brauche dich. Okay, die Harpien sind wieder zurückgegangen. Was mir ganz gelegen kommt. Warum habe ich nicht eben Zauber gelernt? Ich könnte die jetzt gerade echt gebrauchen. Habe ich noch irgendwas Schönes dabei? Aufgestiegen. Jetzt kann ich auch mit den zwei in der Kampf besser lernen. Toll, nicht? Kommt die da auch runter? Ups. Sorry, lässt das wirklich nicht angreifen. So, noch eine weg. Boah, es ist. Es geht einem irgendwo auf die Nerven. Auch hab ich eigentlich Heilung? Licht, Teleportation, Eispfeil. Nee, habe ich nicht. Falls es überhaupt hierin gibt. Lebensenergie. So ein Ring. Aber da habe ich einen besseren. Einen Stärkeren wollte ich doch erst noch vorerst drin lassen. Wow. Ich wollte doch erst noch was futtern. Da. Das. So. Ich denke mal, uns werden noch ein paar Harpien begegnen. Hier drin ist aber sonst, glaube ich, nichts. Und hier auch keine Harpie mehr. Im Regal war auch nichts. Ist hier noch was? Ja. Ja. Damit wäre das aber auch erledigt. Eine Truhe. Die man öffnen kann. Mit Erzbrocken drin. Okay. So, gab es hier einen Geheimgang? Ich will nicht dagegen laufen. Ich will da... Sieht schlecht aus. Hier vielleicht... Einmal schummeln. Sieht auch schlecht aus. Wohin muss ich?
würde sagen, ich gehe einfach nochmal ein Stückchen nach oben. Weil hier gab es auch noch eine Leiter nach oben. Ja, da. Und gucke mich da um. Und ansonsten gucke ich einfach nochmal unten um. Ich dachte, unten wären die ganzen Harpien gewesen. Hier oben weniger, aber anscheinend hier oben genauso. Nur der Vorteil, hier oben war halt noch Lester. Ah! Das war, glaube ich, ganz knapp die Höhe, in der man nicht stirbt. Deswegen erstmal speichern. Ich will nicht, dass es passiert, dass ich jetzt krepiere. Wegen so einem Fehler. Ja, dafür konnte ich ja jetzt echt nichts, dass der halt an einer Stufe... Ach, da ist die letzte Stufe aus irgendeinem Grund. Das ist komisch gemacht. Harpien. Auch noch. Und ich auch noch. Ja, lalalala. Ist fast spannend, oder? Ui. Da geht's zu Lester, oder? Ja. Hm. Also ich weiß noch, wie man im Endeffekt an den Fokusstein rankommt. Das ist mir im Kopf geblieben, aber ansonsten weiß ich hier gar nichts mehr. Ich bin auch überrascht, dass es so viele Etagen gibt. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Ich hoffe nicht zu lange. Weil ich muss auch noch was tun. Ist zwar gleich 24 Uhr, aber trotzdem heißt ja nicht, dass man dann aufhören kann zu arbeiten und so. Eine Truhe, die man öffnen kann. Und ein Siegbringer. Ist, glaube ich, auch schwächer als meine Waffe. Ich denke, was mit 52, das hat 46. Wie dick ist denn die Mauer? Dick genug. Nein, hoch. Hm. Ach, da drüben, von Lester aus. Da drüben ist die Fokusplatte. Plattform. Darunter springen wird nicht gehen, da springe ich dran vorbei, glaube ich. Aber ja. Ich brauche diesen verdammten Schlüssel für die Truhe. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Jetzt gerade habe ich keinen Schlüssel gefunden, das heißt, mir bleibt noch die unterste Etage übrig. Und ansonsten. Hm. Muss Lester halt da bleiben und ich gehe nur mit meinem Fokusstein weg. So, noch eine Etage runter. Ah. Nicht Steuerung loslassen, während eine Leiter hängt. Das kann ungesund enden. Außer wenn die Höhe niedrig ist. So, da vorne war eine Harpie. Nein, da vorne war ein Stein. Da hinten ist irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Ich denke mal, es ist eine Harpie. Wir werden es aber auch gleich sehen. Schon wieder so ruhig beim Kämpfen. Sorry. Nur ich bin es nicht mehr gewohnt, wirklich Gegner zu haben, die meiner Stärke entsprechen. Och, scheiße, futtern. Komm, dicke Pflanze rein, gut ist. Hier haben wir Bier. Wir haben noch mehr Bier. Ich habe übrigens ganz am Anfang einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, Reisschnaps wäre mehr wert als Bier hier drin. Was natürlich absoluter Schwachsinn ist, Reisschnaps wird ja hier hergestellt und Bier muss importiert werden aus der freien Welt, aus Kurines. Und deswegen ist natürlich Bier wesentlich mehr wert als Reisschnaps. Ich höre ein Schwert, das gezogen wird. Ich habe Angst, dass hinter mir irgendwas ist. Da ist aber nichts. Hätten wir. Die hoffentlich auch gleich. Boah, die machen mir echt zu schaffen. Das ist schlimm. Also ich überlebe es ja, aber so knapp alles. Das ist nicht so schön. So, kriegen wir das halt auf.
Ja. Und da ist ein Truhenschlüssel. Aber trotzdem, mir fehlt die ganze Zeit der Geheimgang. Hier war doch ein vermaledeiter Geheimgang. Aha. Wow. Mich treffen sie, aber ich treffe sie nicht. Ist aber schön. Auf jeden Fall habe ich den Geheimgang gefunden. Das ist schon mal schön. Ich gehe mal außen drum herum und gucke, ob ich da irgendwas finde. Auf jeden Fall, das ist der Geheimgang. Ich weiß noch nicht mehr, wie man ihn öffnet. Wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Schalter. Ah, da ist der Hebel. Da es aber Skelette sind, die mir anscheinend ziemlich auf die Fresse geben, lasse ich das erstmal. Wow. Das ist natürlich jetzt ganz toll. Okay, dann kann ich es auch öffnen. Ich wollte eigentlich vorher noch abspeichern, deswegen... bisschen ungeschickt jetzt gerade gewesen. Aber dass sie sich auch da einfach dadurch teleportieren können. Mich können sie schlagen, ich kann sie nicht schlagen. Sie können sich da durchteleportieren, ich kann mich da nicht durchteleportieren. Mann, oh Mann, oh Mann. Also, gucken wir nach. War das ein Skelett? Nein. Es waren drei Skelette. Ach komm, einfach drauf. Was soll schief gehen? Ich schaffe es, ich schaffe es. Mann. Willst du mal sterben? Danke. Gerade eben hat schon wieder... Vielleicht ist das Lester, der einfach über mir gerade ist und deswegen jetzt die Waffe zieht, weil er denkt, in seiner Nähe wird gekämpft. Das könnte sein. Nur weiter mit Waffe klettern geht ja nicht. Deswegen lässt das dann doch wieder sein. Mal gucken, was wir hier finden. Tränke. Das kommt mir sehr gelegen. Näher ran. Was finden wir hier? Noch mehr Tränke. Nur halt Mana-Tränke. Nicht ganz so wichtig jetzt für mich, aber auch ganz nett. So. Gucken wir, was wir noch hier unten finden. Oder ist das hier nur der, ist nur der Durchgang? Okay, das war's dann. Dann können wir jetzt nach oben und die Truhe öffnen. Dann haben wir gleich alle Fokussteine. Und können zurück zu den Wassermagiern kehren und dann dort mit denen feiern. Keine Ahnung. Irgendwas Schönes machen. Bester. Hier ist der Schlüssel für deine Trüchen. Elixier und Besitzurkunde. Erwache! Ich will gerade einfach mal lesen, was in dieser Urkunde drin steht. Ich weiß nicht wieso. Tagebuchseite, Besitzurkunde. Ich Bergmar Burggraf zu Westfeld und meines Herrn zu Thymoris Landrichter über das Gut in dem Gebiet Korinnes gelegen, der Besitzer dieser Urkunde und dem Innershaus, das selbst das Leben auf der Bergfeste mitsamt meiner Zehenten und allen dort befindenden Minen aufgegeben und verkauft habe um 400 Pfund Gold. Aha. Sorry, dass ich so schlecht gelesen habe. Es ist nur winzig klein auf meinem Bildschirm und die Schrift ist auch nicht die schönste. Und im Vorlesen war ich noch nie so gut und ja. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Ja, und er hat mir jetzt natürlich etwas gegeben, was mir weiterhelfen kann. Wie gesagt, der Fokus ist da unten. Das war knapp. So. Das war die falsche Taste. So. Da unten ist der Fokus. Und damit wir da dran kommen, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Mit Akrobatik rüberspringen. Nein. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Akrobatik rüberspringen und mit Telekinese.
Passiert jetzt noch was? Okay, der ist einfach runtergefallen. Aber das reicht mir schon völlig. Weil wenn ich jetzt runtergehe, kann ich dort den Fokusstein einfach aufheben und gut ist. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Wie gesagt, mit Akrobatik, glaube ich, hätte man es auch gekonnt, dass man einfach rüberspringt. Ich bin mir aber nicht sicher, ich habe es nicht ausprobiert. Man muss auch nicht einmal alles ausprobieren. Ich laufe gerade in die falsche Richtung, oder? Ja, verdammt. La 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 la. Einmal im Kreis laufen. Und sehr ist der Fokus. So. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gerade nicht. Ich muss einmal gerade eine Pause machen in der Aufnahme. So, da bin ich wieder. Irgendwie war gerade... Audacity meinte, es müsste sich in den Vordergrund drängen. Das sah sehr merkwürdig aus. Ich muss ja gar nicht laufen, fällt mir gerade ein. Ich kann ja jetzt zu die Wassermagier zurückkehren. Ich mache meinen ganzen Zauber aus meiner Leiste raus. 9 Wassermagier. Weil wir haben alle Fokussteine beisammen. Wir haben sie alle beisammen. Hoffe ich zumindest. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Auch wenn ich das gewusst hätte, toll. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der 2. Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen 2 Fokussteine. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Cool. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt. Um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ich dachte, er redet einfach weiter. Sorry. Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Na gut. Nun gut. Ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen.
Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Ich glaube weniger. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Das hoffe ich auch. Und damit sind wir in Kapitel 4, das so den schönen Namen Xardas trägt. Und das ist der Name von dessen, den er nicht nennen wollte. Nur ein bisschen, ganz klein bisschen zu spoilern. Riordan. Sei gegrüßt. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Das ist nett, das ist praktisch und so. 20 Tränke sind fein, muss ich sagen. So, jetzt müssen wir nur noch zu Kronos. Jetzt sind wir in Kapitel 4. Fehlen nur noch 2 Kapitel. Da war da noch irgendwas. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Söldner. Torloff bringt mich nicht weiter. Ich hab irgendwas in Erinnerung, dass noch irgendwas passieren muss. Söldner, bringt mir alles nichts. Wobei, ich könnte Krautstängel verkaufen. Aber eigentlich habe ich, glaube ich, genug Geld. Da muss ich nicht noch als Drogendealer arbeiten. Und frag mich nicht, warum ich ihm jetzt nicht entgegengelaufen bin, sondern hinterher. Nein. Hallo. Ja. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Ich handle damit. So, und an dieser Stelle mache ich auch mal wieder Pause und bedanke mich fürs Zuschauen und bin gespannt, wie es weitergeht und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.